Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum Item Guide von Dark Souls 2 mit der zweiten Folge. Und heute werden wir uns die ersten richtig fetten Items einsacken. Also richtig fett, ja. Auf jeden Fall werden die uns den Spielstart ein wenig erleichtern. Und da zeige ich euch jetzt direkt, wie ihr da locker am Anfang rankommt. Und das beginnt hier direkt, wenn man nach Machula kommt. Das erste Mal in dieses Gebiet, denn da gibt es schon einen kleinen Hidden Path quasi, und da können wir hier rüber runterspringen, und das seht ihr jetzt, und da können wir schon das erste Mal looten, nämlich hier an dieser Leiche kriegen wir den Morgenstern und eine heilige Klerikerglocke. Ist natürlich gut für den Nahkämpfer. Erstmal muss man die heilige, und hier noch ein Fernglas. Da muss man nämlich die heilige Klerikerglocke erstmal nicht kaufen, wenn man das Wunder später wirken will. Das Heilen, das ist ja immer gut, dann hat man mehr Heilungsmöglichkeiten. Und zweiten, und der Morgenstern natürlich auch, bis man was Besseres findet. Und die heilige Klerikerglocke für den Kleriker ist wahrscheinlich uninteressant. Ich denke mal, die wird man wohl von Anfang an haben. Und hier mache ich Mist. Ich wollte eigentlich mit dem Fernglas die Aussicht genießen. Naja, ist dann nicht so doll geworden. Na, egal. Wir sind dann wieder an dem anderen Leuchtfeuer. Ich bin dann nochmal bis hierher gerannt. Und dann zeige ich euch hier, bevor ihr runterspringt, können wir nämlich hier auch noch ein bisschen was looten. Das wäre auch sinnvoll, göttlicher Segen. Und dann erst runterspringen. Ist eigentlich die bessere Methode. Ja. Aber ist eigentlich auch egal. Das kann man auch schnell nochmal so holen. Auf jeden Fall werde ich hier nicht ganz so viel schneiden in diesem Video, weil da jetzt alles so ein bisschen zusammenhängend ist und ich will euch den Weg dann auch zeigen. Macht das Ganze natürlich ein bisschen länger und ein bisschen weniger Items. Dafür lohnen sich diese Items hier auch schon, die ich euch zeige. Deswegen denke ich, kann man das machen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das lieber hättet. Ob ihr lieber dieses vollständige Gebiet habt, was später natürlich ein bisschen sicher als ein bisschen schwieriger gestaltet, oder ob ihr lieber geschnittene Version haben wollt, wo ich dann kurz zeige, welchen Gebiet wir sind, wo das ist und so weiter. Wie hier jetzt, ich zeige euch hier den Weg zur Höhle und dann cutte ich, weil ihr einfach nur den Weg folgen müsst. Ja, so könnten wir das auch machen. Also, das werde ich auch wahrscheinlich so machen, wenn es dann wirklich so Wege sind, wo man dann nur straight geradeaus gehen kann und keine verschiedenen falschen Wege reingehen kann oder so. So, da holen wir hier den Giftspucker hier. Ach, Spucker ist vielleicht der falsche Ausdruck. Egal, irgendwas, Gollums Mutter oder so. Den zeigen wir direkt mal, wo der Hammer hängt. Einfach um hier noch zu looten. Wie gesagt, ich will nichts auslassen. Das kann man mit dem Caster eben locker direkt machen. Ihr seht, das ist kein großes Hindernis. Also mit Nahkämpfer. Sagen wir mal mit dem Bettler. Als ich zu diesem Zeitpunkt nur in Deutsch hatte. Als ich da das erste Mal war, da habe ich 36 Schaden oder so gemacht. Hier mit dem Zauberer 111, 166. Jetzt ist es unglaublich. Das Ding ist overpowered. Der Knatterer hier. Lloyds Talisman haben wir uns mal auch hier schön eingeheimst. So, ansonsten ist hier zu diesem Zeitpunkt noch nichts, was wir machen können. Also nicht, dass ich wüsste. Wie gesagt, ihr könnt, falls ich was übersehe, könnt ihr mir das gerne in die Comments posten, dass jeder was davon hat. So, dann labern wir mit dem noch, weil wir labern auch mit den ganzen NPCs. Man weiß ja nicht, vielleicht bringt das später ja noch irgendwas. Kann ich zu diesem Zeitpunkt teilweise auch noch nicht sagen, weil ich das Spiel noch nicht durch habe. Wenn ich das weiß, dann werde ich das auch erwähnen. Dann gehen wir hier rein, wo der Händler sitzt. Den brauchen wir nicht, der interessiert uns jetzt nicht. Wirklich, der bietet eigentlich nur Ramsch an. Denke ich mal, ich habe jetzt schon lange nicht mehr reingeguckt, vielleicht ist ja doch was, was. Und hier haben wir eine Titanitscherbe, habe ich, sorry, in der Hitze des Gefechts einfach weggedrückt, wollte ich eigentlich nicht. Ja, passiert mal ab und zu. So, und jetzt kommen wir zum ersten richtig fetten Item. Hier seht ihr die Villa, da kommen wir später noch rein. Und hier am Brunnen, da hauen wir mal gegen den Stein und flups, da kommt die Leiche hochgeflogen und dann haben wir ein Estus-Flakon-Scherbe. Mit der Estus-Flakon-Scherbe können wir nämlich unsere Estusflaschen erweitern, weil wir werden, jetzt haben wir ja noch keine, aber gleich werden wir eine haben. Und mit dieser Scherbe können wir das dann aufstocken zu zwei. Wir können auch später noch den Estusflakon verstärken. Also dann gibt es noch plus eins, also nicht einen Estusflakon mehr, sondern das Estusflakon heilt wieder mehr Lebensenergie. Das zeige ich euch auch noch in dieser Folge sogar. Und wir leisten hier den ersten Eid, welcher auch einen Erfolg gibt. Der Vorkämpfer oder so, irgendwie war es, ne? Der erschwert das Spiel.
Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Maße und wie das Ganze sich beeinflusst. Und da kriegen wir noch eine Namenstafel, irgendwas. Weiß ich aber auch noch nicht, was man mit der anfangen kann. Kann so sein, dass das so ein Gadget ist, wo man dann später die Bestenliste quasi von diesem Verein, von diesem Eid ansehen kann. Ich weiß es noch nicht genau. Aber den Eid widerlegen wir jetzt und da zeige ich auch den NPC dazu, nämlich hier Shakira. Shakira. Ne? Whenever, wherever, bla bla bla. Und da können wir nämlich den Eid widerrufen. Das kostet uns nichts in diesem Game. Das ist top. Da machen wir den Eid nämlich direkt weg. Ich habe keinen Bock, das Spiel noch schwerer zu machen. Solange ich mich noch nicht so gut auskenne. Gut, ich mache hier einen Guide und sage, ich kenne mich nicht aus. Ja, klar, am Anfang kenne ich mich aus, aber es wird später, muss ich natürlich selber noch gucken. Deswegen, wenn der Guide dann irgendwann mal eine Pause haben soll, wo es noch nicht weitergeht, dann weiß ich eben selber noch nicht, wie man das am besten macht. Ich werde das nur machen, wenn ich wirklich den Plan davon habe, von dem Gebiet. Dann quatschen wir die Alte noch zu. Das drücke ich alles jetzt weg, weil es soll ja nur zeigen, dass wir eben, falls es irgendwas gibt, ne. Dort können wir eben, ich habe ja kurz das Inventar gekauft, der Silberkatzenring, der ist ziemlich gut für den Fallschaden. Da können wir auch in den Brunnen runter. Aber dafür braucht man ein paar Seelen. So, hier kommen wir zum Schmied. Mit dem können wir eigentlich auch noch nicht agieren. In dieser Folge werden wir auch nicht agieren, weil wir einen anderen Weg gehen. Da brauchen wir nämlich den Schlüssel hier, um dem die Tür zu öffnen. Looten wir noch schnell hier hinten dran. Da haben wir Le eine Seele und Lebensstein. Und dann gehen wir auch direkt weiter hier hoch, wo wir dann schon wieder einen neuen Eid bekommen und einen Erfolg wieder mal. Also das will ich euch auch, soweit ich es weiß, immer zeigen, dann die Erfolge und so ein Kram. Ja, der labert uns fast tot, der Kerl, bis wir dann endlich mal den Eid annehmen können. Da müsst ihr ein paar Mal damit sprechen. Ist ja üblich bei Dark Souls, auch schon im Einser, wo man die dann einfach bis zu Tode quatschen muss quasi, bis die dann einfach mal was rausrücken und so. Und wenn wir diesen blauen Eid leisten, gibt es diesmal keine Steintafel oder so ein Quatsch, sondern ein blaues Siegel. Und solange wir keine anderen Ringe haben, ist der schon mal recht gut für den Anfang, weil er unsere TP ein wenig erhöht. Das nehmen wir doch gerne mit, solange wir nichts anderes haben. Also, ja, wäre dumm, wenn nicht. So, und dann gehen wir hier zu der Smaragdhüterin oder Botin, irgendwie so. Die gibt uns jetzt, habe ich auch wieder vor lauter, ja, Smaragdbotin vor lauter wegdrücken vom Gespräch, habe ich jetzt das auch jetzt haben auch weggedrückt aus Versehen. Jetzt haben wir das Estusflakon von der bekommen. Unser ein Estusflakon. Aber hier können wir uns auch aufleveln bei der. Ein Zauberer braucht Intelligenz, um sich von dem Durchschnittsvolk und RTL-Zuschauer abzuheben, ist klar. Alles auf Int. Also das ist auch mein Tipp für euch, wenn er ein Zauberer spielt, ein bisschen Erfahrung habt, dann solltet ihr zunächst mal alles auf Int machen, dass er direkt mehr Damage verteilt. So, und jetzt haben wir schon zwei Estus, weil wir die Schärfe vom Brunnen dort hinten auch abgegeben haben. Das ist schon mal top. Ja, rüsten wir die auch aus. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen Erfahrung habt, habt ihr weniger Erfahrung mit dem Game, dann rate ich euch auch am Anfang mit dem Zauberer vielleicht ein bisschen was auf Stärke drauf zu machen, sodass ihr 6, 7, 6, 5, 6, 7 Stärke habt, dass ihr überhaupt mal ein Schild tragen könnt, effektiv, weil ich kann das jetzt nicht und ich werde das eine lange Zeit nicht können. Sogar bis zum ersten Boss, da trage ich immer noch kein Schild. Aber ich brauche das auch nicht. Unbedingt. Ich glaube mal, bis zum ersten Boss trage ich, glaube ich, kein Schild. Nee. So, und diesmal gehen wir einen ungewöhnlichen Weg eigentlich. Wir gehen hier lang. Weil wir jetzt hier auch noch ein bisschen was machen werden. Da können wir nämlich übrigens auch das erste Schild looten, wenn wir hier den Weg runterrennen. Blam, blam, rennen, 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 rennen. Aber für Anfänger auf jeden Fall ein Schild. Das wäre schon gut. Und das finden wir hier eigentlich schon, das erste Schild. Bis wir dann ein anderes haben, weil das hier ist grauenvoll schlecht. Karmesin Parma. Wo ist es? Ah, hier unten. So, ihr braucht 6 Stärke für das und es absorbiert nur 75% vom Schaden. Also, ja, wie gesagt, grauenvoll schlecht eigentlich, aber besser als nichts, ne? 75% vom Schaden absorbieren, also nur 25% Schaden erleiden, ist natürlich besser als 100% Schaden erleiden. Ja, aber ansonsten gibt es ja auch noch die Dodge Wall, um den Schaden zu vermeiden und zu entgehen. Ist aber auch nicht immer so einfach. So, und dann looten wir hier noch. Seele eines verlorenen Untoten und zerbrochenes Diebesschwert können wir nicht ausrüsten. Ist für einen Geschicklichkeitskämpfer, also irgendeinen Banditen oder sowas, ist das vielleicht ganz nützlich, wenn der schon am Anfang da ein bisschen Werte hat und so. Da kann man das wählen.
und vielleicht dann auch schon mal die ersten Gegner damit blätten, anstatt mit dem Dolch oder was weiß ich. Es kommt natürlich auch darauf an, was für eine Starterklasse ihr wählt, weil da habt ihr ja teilweise schon bessere Waffen im Gepäck. Aber sagen wir mal, wenn man mit dem Bettler spielt. So, jetzt haben wir hier das Leuchtfeuer am Hades Feuerturm. Flammenturm? Feuerturm? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Hab jetzt nicht aufgepasst. Ist aber auch egal, wir können das Leuchtfeuer nicht benutzen, aber wir haben das jetzt getriggert. Das heißt, wenn wir jetzt sterben sollten, sitzen wir da am Leuchtfeuer. Und genau das will ich auch. Also, ich will nicht sterben, aber ich will mir die Möglichkeit offen lassen, dass wir dann da sitzen. So, jetzt verhöhen wir hier den Spacko mal ein bisschen. Die sind am Anfang nicht gerade angenehm zu bekämpfen, diese Gegner. Und deswegen versuche ich jetzt hier mal einen kleinen Trick. Ihr seht, ich bin eben Ausweichwunder hier. So ein kleines. Uah. Kommt mit seinem Schwert ziemlich nah. Wir versuchen den hier mal ein bisschen zu pullen und hier an die Klippen zu locken, dass der sich hier mit seinem Schwertschwung selber verabschiedet und wir die Seelen gerade einfach mal so mitnehmen. So, und da war es auch soweit. Dann würde ich doch sagen, goodbye. Ich hoffe, du kannst schwimmen, mein Freund. So, die Seelen waren geschenkt. Das ist natürlich top. Siehst du, ohne einen Zauber zu verbrauchen, mal einen Gegner weggemacht. Das ist immer nice. Weil wir haben ja nur eine begrenzte Anzahl Zauber und die brauchen wir. Oder was heißt, wir brauchen einige, um diesen Koloss hier wegzuknattern. Weil der droppt uns den nächsten großen, wundervollen Gegenstand, den wir eigentlich zu diesem Zeitpunkt vom Spiel, also wie gesagt, das ist ja gerade erst losgegangen. Wir sind ja noch neu, wir haben eigentlich nur das Tutorialgebiet, aua, bis jetzt gepackt. Jetzt holen wir uns hier schon gegen die großen Kolosse, die geilen Items. Und das geht eigentlich nur, das geht nur mit dem Caster, glaube ich. Also so schnell, so früh geht das nur mit dem Caster. Und da würde ich sagen, ein Hoch auf die Zauberei. Und wir holen uns das Item. Das ist das edle Knochen, der edle Knochenstaub. Und damit können wir die Estus Flakone verstärken, dass die mehr Energie zurückgeben. Und das, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Euer Spooky VF. Bye bye.